Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Wir sind hier gerade in den Märkten auf der Citadel und ja, schauen uns ein bisschen um. Ich könnte mich an dieses Leben gewöhnen. Aha. Wie kann man hier nur leben? Hier sind so viele Leute. Der beste Ort auf der Station, um ab... Hey, Commander Shepard, ich bin's. Konrad Werner, erinnern Sie sich an mich? Zum Teil. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich. Das klaut jetzt nicht, Klamm. Ich werde es versuchen. Oh, Sie sind's. Hauen Sie ab. Ich weiß nicht, was das mit dem Ich werde es versuchen. Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Außerdem heißt es, dass sie sich von niemandem was gefallen lassen. Sie zeigen allen, was die Menschen so drauf haben. Hey, kann ich ein Foto von Ihnen machen? Naja, warum nicht? Ich habe kein Problem damit, aber warum? Sie sind ein Held, Shepard. Noch in Jahrzehnten wird sich die Menschheit an Sie erinnern. Und ich habe dann ein Foto von Ihnen. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Nein, das bezweifle ich doch stark. Gut, gehen wir mal hier runter. Leute waren auf ihrer Pilgerreise hier. Aber deren Beschreibung der Bezirke wird ihnen nicht gerecht. So, gucken wir mal. Oh, er hat kurz geladen. Morlan, du bist doch dieser Händler. Hallo, willkommen in Morlans berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Sie erwarten eine Lieferung medizinischer Vorräte. Aber mir wurde gesagt, dass der Doktor sie herbringt. Die Dinge haben sich geändert, Morlan. Eine Änderung? Aber der Doktor, ich... Das ist nicht richtig, Mensch. Halten Sie den Mund. Ich habe Baines gesagt, dass Sie es vermasseln. Was zum Teufel ist hier los? Wer sind Sie? Lassen Sie den Doktor in Ruhe. Wir können das beenden, wenn Sie mir diese Vorräte bringen. Sonst erzähle ich den Leuten das kleine Geheimnis des Doktors. Na. Sie schließen eine medizinische Klinik. Was ist, wenn jemand Behandlung braucht? Was ist, wenn Sie Behandlung brauchen? Hey, Moment mal. Ich bin hier bloß der Mittelsmann. Das ist weitaus mehr, als ich erwartet habe. Danke, Mensch. Ist schön, ihn mal so demütig zu sehen. Was wissen Sie über Baines? Ich habe ihn nie getroffen, Mensch. Ich kannte nur den, der mit dem Doktor gesprochen hat. Aha. Auf Wiedersehen. Ja, in Ordnung. Viel Glück, Mensch. Gut, dann müssen wir scheinbar diesen Baines finden, wo auch immer der sich rumtreibt. Wir nehmen nochmal die Abkürzung zum... Ah ne, wir gehen direkt erstmal in Koras Nest. Da waren wir ja auch noch nicht und dann gehen wir zur Klinik zurück. Ach, was haben wir zu tun wieder heute? So, gucken wir mal. Hier gibt's hier was Neues. Hi, Liara. Wir Asari sind mit unserer Sexualität mehr im Einklang als die meisten anderen Spezies. Einige Clubbesitzer nutzen das gern aus und heuern uns als Tänzerinnen an. Aha. Der Harkin, den kennen wir. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Sonst gibt's hier nichts. Also gehen wir wieder raus. Zack. Was meinst du, Tali? Ich liebe diesen Ort. Die Massen, die Action. Einfach fantastisch. Aha. Na, ich sag mal so, solange sie nur angeheuert werden, diese Asari-Tänzerinnen, ja, alles gut. Solange niemand gezwungen wird, das zu machen. Ich meine, also auch Asari sind erwachsen. Sollte ja wohl gehen. Warte mal. Wir gehen mal hier hoch nochmal schnell. Mal schauen, was ist hier oben in diesem kleinen Durchgang. Der hat uns ja schon so einiges an Action beschert. Aber wie es aussieht, ist er diesmal leer. Gehen trotzdem mal durch und nehmen halt dann drüben den Weg raus. Ja, diesmal steht hier keiner rum und überfällt irgendjemanden. Das ist gut so. Tür auf. Hinaus in die Freiheit. Fahrstuhl, nein, dann gehen wir hier lang. Fahrstuhl fahren will ich jetzt nicht. Und da sind wir auch schon wieder angekommen. Zur C-Sicherheitsakademie, da wollen wir jetzt aber erstmal nicht hin. Wir wollen erstmal hier rüber.
mit Dr. Michels oder wie sie heißt, Michaels. Ich vergesse das immer wieder, ich kann mir keine Namen merken. War schon immer so. Michael, nur allein Michael. Commander, wie ist es gelaufen? Er wird sie nicht mehr belästigen. Wirklich? Das ist sehr beruhigend, Commander. Vielen Dank. Ich kann sie nicht bezahlen, aber ich gebe ihnen einen Rabatt auf alle Vorräte, die sie hier kaufen. Danke, aber wer ist Baines? Der Gauner sagte, er arbeitet für einen Mann namens Baines. Kennen Sie den? Baines? Meint er Armistan Baines? Wir haben früher zusammengearbeitet. Was können Sie mir über ihn erzählen? Das Letzte, was ich hörte, war, dass das Allianzmilitär ihn wegen einer Forschung in der Traverse angestellt hatte. Vielleicht kennt Captain Anderson diesen Mann. Das ist eine gute Idee. Mal sehen, was uns der Captain erzählen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr sagen. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Erstmal nicht, danke. Ich gehe dann jetzt. Leben Sie wohl, Commander. War nett, Sie kennenzulernen. Wunderbar, ein Stufenaufstieg. Gucken wir mal. Ja, das ist eine schwierige Frage. Was nehmen wir denn jetzt? Präzisionsgewehr? Nee. So, nehmen wir mal die Fitness. Fitness ist immer gut. Schauen, habt ihr was Neues? Nicht so direkt. Okay, gucken wir mal weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter. Oder halt, hier drüben stand ja noch ein Shuttle. Dann nehmen wir das Shuttle eben mit. Gucken eben nochmal in die Botschaften. Wir können ja mal gucken, aber in der hier müssten wir eigentlich alles abgearbeitet haben. In Anführungsstrichen abgearbeitet. Ja, Koras Nest waren wir. Sicherheitsdienst. Ja, da werden wir dann am Ende hingehen. In den Märkten waren wir sowieso. So, Ziel. Botschaften. Flop. Fragen wir noch schnell Shepard, bevor wir uns wieder auf den Weg machen. Shepard, den Captain Anderson. Okay, hier herein. Treppe rauf war's, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Hier, da, genau. Wunderbar. Hey, Cappy. Ja, Commander? Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Was können Sie mir über Armistan Baines erzählen? Wo haben Sie den Namen gehört? Ist auch egal. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Baines ist tot. Und zwar schon ziemlich lange. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, scheinen zu glauben, dass er noch lebt. Weil es nicht allgemein bekannt ist. Das Militär hat die Sache unter Verschluss gehalten. Baines hatte einen hochgeheimen Job für die Allianz erledigt. Nicht einmal ich wusste davon. Und eines Tages fand man ihn tot an Bord eines Spähschiffes. Jeder wusste, dass etwas faul an der Sache war. Aber es gab keine offizielle Untersuchung. Was können Sie mir über das Spähschiff erzählen? Ich weiß nicht viel darüber. Sie sollten mit Admiral Kahoku sprechen. Einer seiner Crews hat Baines Leiche entdeckt. Ich habe bereits mit Kahoku gesprochen, aber über diese Sache hat er nichts gesagt. Wenn Sie ihn wieder treffen, sollten Sie Baines erwähnen. Bin gespannt, was er Ihnen erzählen wird. Gut. Kann ich noch etwas für Sie tun, Commander? Ja. Wissen Sie etwas über Wehrmeier? Tut mir leid, Shepard. Von dem Ort habe ich vorher noch nie gehört. Da müssen Sie sich schon selbst ein Bild machen. Na gut. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie... Ja, mache ich so wie sie sofort, wenn es denn soweit ist. Gut, dann sprechen wir eben nochmal mit dem Admiral. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Möglicherweise war es ja sogar so, dass das Team, das da hier in diese Falle gelockt wurde, tatsächlich diesen Baines gefunden hat. Eine, ja, noch größere Intrige, als man glaubte. So, Präsidium. Schauen wir mal, Citadel-Turm. Okay. Hier drüben stand er. Stand er. Jetzt steht er nicht mehr hier. Na sowas. Na gut. Vielleicht ist er gerade austreten.
In dem Fall gehen wir mal zum... Bezirke zur Seesicherheit. Weil von da geht's dann eh irgendwann an die Anblockbuchten und wieder nach oben. Will mich da nochmal kurz umschauen. Zitadelle Sicherheitsdienst, jawohl. Wunderbar, da sind wir. M. Ausrüstungsbüro waren wir. Hier gibt's ja sonst nichts Großes, aber ich schaue mich trotzdem mal ganz kurz ein bisschen um. Hoch wollen wir nicht, da wollen wir auch nicht lang. Ich gehe mal hier runter. In diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Bogengang. Hier geht's zur Dings, da will ich aber auch nicht hin. Mal hier lang. Weil das war doch unmöglich oben bei den Andockbuchten, diese eine Mission, die wir da noch hatten. Wobei ich mir da natürlich nicht sicher sein kann. Wer weiß das schon? Oh. Eine Dechiffrierung, wo die Fertigkeit immer noch zu gering ist. So. Ach ja, wir sollten ja auch noch eine Wanze anbringen. Also insofern ist das schon richtig, dass wir hier hochgehen. Gucken wir mal hier. Lalala. Haben eine Wanze angebracht. Hier drüben gibt es ja nichts. Gut, ich will die Leute hier nicht unnötig stören. Das heißt, ich gehe mal weiter. Wir sollten also offensichtlich, weil wir ja doch viel zu tun haben, ab und zu mal zur Zitadelle zurückkehren. War eine ganz gute Idee, mal hier wieder zurückzukommen. Das werden wir wiederholen. Des Öfteren. Dann runter. Und hier entlang. Und eben rauf aufs Schiff. Beziehungsweise erstmal zur Andockbucht, weil da soll ja auch die andere Quest sein, die eigentlich wir zu Beginn angenommen haben, als wir direkt den Vorschlag runtergefahren sind. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Stimmt. Dabei hatten wir ja geholfen. Nicht wahr? So. Jetzt sehen wir schon das Ausrufezeichen, das heißt, wir haben hier tatsächlich was zu tun. Ich hoffe mal, das ist diese einzige Überlebende von Mindo hier, die 13 Jahre als Sklavin gehalten wurde von den Batarianern. Es wäre eine Schande, wenn sie jetzt, wo sie ihre Freiheit wieder gewonnen hat, ja, ihr Ende finden sollte. Das sollte nicht sein. Ich werde meine Möglichstes tun, dies zu verhindern. Hey, Lieutenant, was gibt's? Commander! Wie schön, Sie zu sehen. Ich hätte mir nur gewünscht, die Umstände wären erfreulicher. Wo ist sie? Hinter diesen Frachtcontainern. Ich habe einen Scharfschützen in Stellung, aber ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen. Sie stellt nur für sich selbst eine Gefahr dar. Wir haben ein Beruhigungsmittel für sie, aber wir kommen nicht nah genug an sie heran. Je näher wir ihr kommen, desto nervöser wird sie. Sie scheinen sich wirklich Sorgen um sie zu machen. Ich mache nur meinen Job, Commander. Ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Sagen Sie Ihren Männern, sie sollen sich bereithalten. Setzen Sie ihr nicht zu sehr zu. Sollte sie Anstalten machen, den Abzug zu ziehen, ziehen Sie sich zurück. Ich bin bereit, die Angelegenheit auszusitzen. Viel Glück, Commander. Das ist gut. Ich mag den Tal. Hallo? Taliata, hallo? Halt! Wer bist du? Was bist du? Ich heiße Shepard. Lieutenant Girard hat mich hergeschickt, um mit Ihnen zu reden. Wie heißen Sie? Tiere haben keine Namen. Die Meister brandmarken sie mit ihrem Symbol. Heißes Metall auf ihrem Rücken. Sie schreit, weil sie ihr wehtun. Ja, denken Sie weiter zurück. Sie sind kein Tier. Ihre Eltern. Wie nannten Ihre Eltern Sie? Erinnern Sie sich an sie? Sie erinnert sich an viele Dinge. Talita. So nennen die sie. Sie erinnert sich nicht an den Rest. Lass sie in Ruhe. Ja. Ich war auf Menduir. Meine Eltern starben bei dem Überfall. Lügner. Fürs Lügen wird man bestraft. Brummen oder brennen. Du kannst nicht dort gewesen sein. Warum bist du lebendig? Warum bist du nicht wie sie? Zerbrochen. Nur gut zum Graben und Tragen. Es war schwer. Eine Zeit lang war ich zerbrochen. Ich habe meine komplette Familie verloren, Talita. Meine Freunde,
meine Kindheit. Ich musste mich zusammenreißen, um weiterzuleben. Du hast deine Mommy und deinen Daddy verloren. Aber du gräbst nicht. Du trägst nicht. Du stehst aufrecht. Sie wünschte, sie könnte auch aufrecht stehen. Ich werde jetzt einen Schritt auf sie zugehen, okay? Nein, sie taugt nichts. Sie will nicht wieder berührt werden. Okay. Was ist aus ihren Eltern geworden? Sie sieht sie. Sie schreien, rennen, verstecken sich. Sie schlagen die Meister. Aber die Meister, sie haben Lichter und Schläuche. Daddy! Er schmilzt. Sie will das nicht sehen. Zwing sie nicht hinzusehen. Nicht hinsehen. Dumm, dumm. Ich weiß, dass es weh tut, Talita. Aber Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Was ist Ihnen zugestoßen? Denken Sie nach. Wenn sie denkt, kommt Wasser aus ihren Augen. Die Meister schlagen sie, wenn sie Wasser verschwendet. Also denkt sie nicht mehr. Sie sieht sie. Mommy und Daddy. Sie brennen in weißem Licht. Fallen auseinander. Sie können ihr nichts mehr sagen. Sie sind tot, Shepard. Sie versuchen, sie zu retten und die Meister verbrennen sie. Kann sie jetzt aufhören mit Erinnern? Bitte! Tja, aber... Wie sind Sie hierher gekommen? Konnten Sie fliehen? Sie kann nicht fliehen. Sie haben Ketten, Drähte, Nadeln. Geht man zu weit weg, nehmen sie einem das Gehirn weg. Tiere wie Sie kommen. Tiere mit Waffen. Sie machen, dass die Meister explodieren. Sie versucht, die Meister heile zu machen, damit sie nicht böse mit ihr sind. Sie legt das Rote und Rosane wieder hinein. Aber sie bewegen sich nicht. Die anderen Tiere nehmen sie mit fort. Sie hatten Angst. 13 Jahre lang kannten sie nichts anderes als den Missbrauch durch die Meister. Also versuchten sie, sie zu heilen. Sie will keine anderen Tiere sehen. Sie sind nicht echt. Sie können nicht echt sein. Sie können sie nicht sehen. Wenn die Tiere sie sehen können, dann ist das hier echt. Aber das geht nicht. Die Drähte, die Ketten, die Schläge. Das passiert alles gar nicht. Es ist ein anderes Mädchen. Ein schmutziges Mädchen. Ein dummes Mädchen. Sie verdient das. Es passiert ihr, nicht wahr? Sie sehen sie, also ist es echt. Sie will nicht, dass es echt ist. Was ist das Letzte, woran Sie sich auf Minduir erinnern? Feuer. Der Geruch nach Rauch und brennendem Fleisch. Tiere schreien, während die Meister sie in Käfige sperren, ihnen Eisen auf den Rücken drücken, ihnen Drähte ins Gehirn bohren. Sie stellt sich tot. Wenn sie tot ist, kann sie nicht arbeiten. Aber sie wissen es. Sie hofft, dass sie gehen, aber sie pferchen sie ein. Sie hat nicht gekämpft. Sie war schon zerbrochen, als sie die Drähte in sie bohrten. Aber das war nicht ihre Schuld. Talita, wie alt waren sie? 6? Niemand gibt ihnen die Schuld, dass sie sich ruhig verhielten und hofften, sie würden weggehen. Die einzige Person, die ihnen die Schuld gibt, sind sie selbst. Sie will das glauben. Sie will glauben, dass sich nichts ändern würde. Sie will nicht mehr dort sein. Im Stall, in den Käfigen. Still liegen, während sie Dinge mit ihr tun. Das werden sie nicht. Ich werde jetzt einen Schritt auf sie zugehen, okay? Sie will nicht. Fass sie nicht an. Mal schauen. Ich werde jetzt einen Schritt auf sie zugehen, okay? Bitte berühre sie nicht. Sie ist schmutzig. Du wirst dich dreckig machen. Beruhigungsmittel benutzen oder verabreichen? Ich nehme mal hier. Talita, das hier wird sie schläfrig machen. Sobald sie eingeschlafen sind, wird man sie an einen Ort bringen, wo sie sich erholen können. Wird sie schlimme Träume haben? Nein. Sie werden von einem warmen Ort träumen. Und wenn sie aufwachen, werden sie genau dort sein. Das würde ihr gefallen. Es tut weh, wenn sie... wenn ich mich erinnere... Aber sie will sich erinnern.
Bumm. Ja, ich hätte sie ja auch mal aufholen können. Aber nein. So, na gut, den Rest erklären wir dann hinten mit dem Jar und der nächsten Folge. Die hier ist schon bei 20 Minuten, das reicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.